oder auch Palmsonntag. Dieser Sonntag steht am Anfang der letzten Woche der Passionszeit, am Anfang der Karwoche, die mit dem Karfreitag nicht zu Ende ist. Und es ist wieder eine Woche, in der wir hier in unserer Kirche in Berlin-Weißensee keine Gottesdienste feiern können. Das schmerzt uns alle sehr und auch aus diesem Grund nun wieder dieser kleine musikalische Gruß für Sie zu Hause hier aus der evangelischen Pfarrkirche in Berlin-Weißensee. Palmarum, wir gedenken des Einzugs Jesu in Jerusalem, der Beginn seines Leidensweges. Natürlich erinnert mich dieser Sonntag in besonderer Weise an eine Reise nach Israel, die ich vor wenigen Wochen mit einer Gemeindegruppe machen konnte. Auch wir waren in Jerusalem und einige Fotos davon, von dieser schönen und beeindruckenden Stadt, haben Sie am Anfang dieses kleinen Filmes gesehen. Und es erklang Orgelmusik mit dem Titel Jerusalem, wobei man sagen muss, hierbei ist nicht das israelische Jerusalem gemeint, aber das nur nebenbei. Der Sonntag Palmarum hat ähnliche Texte wie die Adventszeit. Und deswegen ist es durchaus legitim, ein Adventslied anzustimmen, weil es sehr gut auch zu diesem Sonntag passt. Lied Nummer 11 in unserem Gesangbuch: Wie soll ich dich empfangen? Thank you.
Vielleicht haben Sie sich gewundert, dass Bläserklänge in diesem kleinen Film vorkommen. Eigentlich sollte in diesem Gottesdienst heute unser Posaunenchor spielen. Das ist nun in dieser Situation leider nicht möglich. Aber ich habe einen Weg gefunden, die einzelnen Stimmen nacheinander aufzunehmen und zu einem vierstimmigen Satz zusammenzumischen. Insofern hören Sie in allen vier Stimmen immer nur mich. Und nun ein neues Lied. Aus unserem neuen Gesangbuch singt Jubilate die Nummer 130, dort, wo alles sinnlos aussieht. Ein Lied, was meiner Meinung nach sehr gut in die Passionszeit und in unsere jetzige Situation passt. So segne uns der gnädige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.